Ja, es wurde immer weniger, ich habe immer mehr Leute darauf angesprochen, hey, du kriegst eine Glatze, hey, du hast Haarausfall, hey, du hast eine Mönchsfrisur, also. Was hat das mit dir gemacht, diese Kommentare? Ich meine, es hört Ach, sich nicht danach an, dass du danach gefragt hattest, Nico. nee, gefragt habe ich nicht, ich kriege es aber heute noch teilweise erzählt, so den Hinweis, hey, du hast Haarausfall oder sowas, also den Hinweis Okay. kriege ich heute noch, aber das tut mich jetzt nicht groß betreffen, das stört mich auch nicht, das ist mir eigentlich. Damals auch nicht? Nee, damals auch nicht. Cool. Das ist mir eigentlich egal. Wie Das, ja. kam es zu dieser frühen Einstellung der Akzeptanz? Akzeptanz gegenüber der Glatze war es nicht gewesen. Eher der Ja. Akzeptanz gegenüber den anderen Leuten, dass mir die Meinung da egal war, Cool. Dass du da was so ein die. Selbstbewusstsein schon so früh aufgebaut hast, dass du das nicht so lange an dir, nicht lange überhaupt nicht, dass du das überhaupt an dich dran gelassen hast. Und Ja. ich habe in einer Podcast-Episode mit verschiedenen Gästen auch mal über diesen Denikem-Moment gesprochen und dann so eine Teflon-Glatze. Das heißt, so eine Schicht aufbauen, als ich dann die Glatze hatte, dass ich nämlich dann für sowas nicht mehr verwundbar bin. Und ich finde das voll cool, dass du das erzählst, eben, dass du nicht dahingegangen bist, nach einer Meinung gefragt hast, sondern Leute sind zu dir hingekommen und haben dir was erzählt, was überhaupt nicht neu für dich ist, sondern so nach dem Motto, erzählt mir was Neues. Und dass du da eben dich selbst akzeptieren konntest, aber noch nicht irgendwie an Glatze gedacht hast. Ja, das ist der Punkt. Wie gesagt, die Meinungen waren mir egal, aber ich selbst kam damit nicht aus mit der Klasse. Also in mir drin sah es schon anders aus. Also das war für mich.